Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Ganz klar, liebe Freunde, und ja, ihr seht, wir haben noch 29 Minuten für die aktuelle Folge. Ja, also ich habe also zuerst mal wollte ich zum Start, es ist jetzt eine neue Auflage-Session, auf einen eurer Kommentare eingehen, und zwar einmal hier. Schaut euch mal diese Panzer an. Aus der Nähe. Da, ihr wolltet die mal aus der Nähe sehen. Sieht richtig krass aus. Und hier haben wir noch die Bonkerbuster. Sieht schon krass aus. Ja, mit Halbketten. Und genau. Ja, Freunde. Hier ist unser schöner LKW. Mit Rädern natürlich. So, da kommen die blöden Scavenger an. Aber ich würde das jetzt mal folgendermaßen vorschlagen. Wir fahren mal. Könnt ihr mal da drauf ballern und das kaputt schießen? Nee, ja dann. Kommt. Weil, es ist tatsächlich, glaube ich, ich hoffe zumindest, dass das schaffbar ist, weil ihr seht, das ist nur noch so ein kleiner Bereich da, ne? Ja, die halten ganz schön viel aus. Das ist problematisch. Aber ich denke mal nicht weiter schlimm. So, hier oben waren wir ja schon, ne? Beim letzten Mal. Und jetzt ist hier gerade wieder meine Katze im Weg. So. Ich glaube, hier waren wir beim letzten Mal schon. Das heißt, wir können uns die Bunkerbuster schnappen. Ah, und die sind auch schon da vorne. Okay, alles klar. Wow! Okay, hat sich erledigt. Was noch eine Sache ist natürlich. Wartet mal gerade, läuft dann die Zeit weiter? Nein. Wir können uns ja auch mal hier so ein. Ich würde mal sagen, wir nehmen ein Räderfahrzeug, weil es dann ein bisschen schneller ist. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal hier diese Lancer-Raketen. Ne? Sehen richtig cool aus. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir den dann jetzt in Produktion geben, den Lancer-Raketenpanzer. Auch wenn er viel zu viel kostet. Alter, wie weit schießen denn die blöden Dinger? Auch wenn er viel zu viel kostet, aber nicht weiter schlimm. Okay, ich würde mal vorschlagen, da ist ein LKW von ihm. Oh, New Paradigm, okay. Aha, und guck mal hier, hier ist eine Goldquelle. Beziehungsweise Ölquelle, ja. Müssen wir natürlich noch, kaputt machen, ne, ganz klar. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt ausreicht von der Zeit her, ey. So, das könnten wir uns eigentlich holen, ne? Das könnten wir uns eigentlich holen, aber hier kommen ja immer wieder die blöden Scavengers. Das heißt, der LKW muss sich hier stehen lassen. Aber egal. So, hier rollt unser erster Lancer-Panzer. Mit schönen Raketen, die ziehen nämlich auch, glaube ich, richtig viel ab. Und so, jetzt ist es mir egal. Jetzt fahre ich einfach mal nach vorne rein. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das ist ganz schön viel hier. Na Mensch, das ist ganz schön viel. Bunkerbuster, kommt mal mit. So. Weil wir brauchen euch hier vorne, denke ich mal. Was sie hier alles stehen haben, ne? Das ist unfassbar. So, Bunkerbuster, könnt ihr schießen? Wir brauchen ganz dringend euch hier oben. Ja, okay, nee, das kriegen wir aber scheinbar auch so hin. ja, passt so. Okay, alles klar. So, 5 von 11 Basen zerstört, ja. Okay, so, Bunkerbuster, schießt. Zeigt mal, was ihr drauf habt hier. So, schaut euch das mal an. Die Mauer ist schon kaputt. So. Und da ist die nächste Mauer kaputt. Ja, das ist nämlich also die Bunkerbuster. Ihr seht, wie viel Schaden die machen, ne, an Gebäuden. Richtig heftig. So. Okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, geht's einfach mal weiter hier. Na, am besten nicht kaputt schießen lassen. Oh, shit. Ja, ihr seht's, ne? Die machen ganz schön ordentlichen Schaden. Ja.
Also deswegen, diese Einheiten, diese Bunkerbuster sind echt nicht verkehrt. So, schau, zack. Dieser Schaden von denen ist einfach heftig. Ach, wartet mal, ist hier unten vielleicht noch was? Hallo? Könnt ihr mal diesen Turm hier kaputt machen? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, 5 von 11 Basen zerstört. Hier ist noch irgendwas. Ja, toll. Ich hoffe echt, wie gesagt, dass wir das noch schaffen. So, Bunkerbuster kann bitte mitkommen. Und da einmal da drauf schießen. Zack. Ah, daneben. Ja, ganz toll. Da ist noch eine Scavenger-Basis. Okay, das hat er geschafft. Der Bunkerbuster kann schön da hinten drauf schießen. Auf den Turm her, ja, toll. Ja, shit! Meine ganze Armee ist weg. Ja, toll. Das war's damit bei der Armee, ne? Aber ey, guck mal, wir haben schon wieder unsere nächsten Einheiten hier. Okay, das heißt, es ist tatsächlich noch schaffbar, weil wir sehen schon drei Basen und hier unten ist wahrscheinlich noch ein bisschen was. Aber es kann sehr gut sein, dass das schon klappt. Schon klappen wird, ja? Das wäre schon eine gute Sache und ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt hier die Ölquelle. Ja. Einfach weil was können. Ist hier noch was drin? Nein. Da schaue ich die Raketen an von der Panzerung. Richtig nice, ja. Nur die brauchen halt ewig zum Nachladen. Das ist das mit der Geschichte. Typischer Raketenpanzer, ne, wie man ihn kennt. Okay. Der LKW kann danach bitte zurück hinter den Turm. Oh, und wir haben eine Forschung. Kettenantrieb. Jawohl. Forschung immer bevorzugen. Motoren mit Kraftstoffeinspritzung. Alles klar. Ja, Freunde. wir müssen uns tatsächlich beeilen. Ein bisschen ja. Guckt euch das an, die haben keine Chance mehr. Wie geil, ey. Die Lenzerpanzer sind richtig nice. Bam, direkt kaputt hier. So. Jetzt geht das weiter. Jetzt frage ich mich aber, was gehört denn jetzt noch hier zu dieser Basis? Upsala, sorry. So. Wahrscheinlich der letzte Turm da hinten noch. Was gehört noch zu dieser Basis? Boah, kannst du mal kaputt gehen, blödes Ding? Boah. Ja, danke. Ach, guck mal, wir haben 3 von 4 Artefakten. Da hinten ist eine Scavenger-Basis, okay. Oh, wartet mal, mein Headset ist gerade total verrutscht. Einheit wird angegriffen. Ja, die Sachen könnt ihr ja schön im Vorbeifahren mitnehmen eigentlich, ne? Ja, das sind ja nur Türmchen hier. So, kaputt machen. Los, kaputt machen! Bevor es euch kaputt macht. Oh, ja, schaut euch das an, den Schaden von den Lenzerpanzern. Okay, das ist schon ordentlich, ja. Ei, das sollte man eigentlich mit einer Artillerie machen. Aber ihr kennt mich. Ich bin lieber jemand, der einfach drauf boost. So, wir haben noch 4 Einheiten. Davon aber 3 Lenzerpanzer. Mal gucken, was sie hier noch in dieser Basis haben. Ich hoffe nicht allzu viel. Ja, ein Türmchen. Ach du Kacke, ja. Okay, raus da. Das ist doch mehr, als ich dachte. Das ist mehr, als ich dachte. Okay. Aber die Einheiten kriegen wir weg. Das ist schon mal gut. Okay. Aber die sammelt sich hier auch wieder. Das ist gut, weil ich würde da nämlich vorstellen, dass wir da... Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja. Produktion abgeschlossen. Wir lassen die einfach weiter produzieren, würde ich sagen. Halbkettenpanzer sind jetzt auch nicht ganz so langsam. Hä? Wo? Ah, okay. Ja, und wir haben unsere Zusatzenergie. Das ist gut. Ja, wobei das hier ist jetzt uncool. Das war da tatsächlich, ja. Hm.
Das zieht, das hält halt extrem viel aus, das Ding, ne? Aber es trifft zum Glück nicht so gut. Ja, schieß! Ah, das hält zu viel aus. Wir bräuchten eigentlich ein paar Mörserpanzer. So, ich hoffe, dass das von der Zeit her, wie gesagt, noch reicht, ne? Noch 5 Basen? Oh, 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 da kommt wieder was anderes. Da kommt wieder was angekackter. So, aua. Ah, shit. Das war's mit meinen Einheiten. Super. Wir müssen uns sammeln. Tatsächlich, wir müssen uns doch einmal komplett neu sammeln. Dass die Energie hier auch so langsam fließt, ne? Das ist irgendwie... Grundlagenforschung abgeschlossen. Vielleicht müsste man tatsächlich hingehen und eine Waffenfabrik hier vorne hinbauen. Kann man das denn noch? Nee, kann man nicht, ne? Das ist noch unerwartet viel Gegenwehr tatsächlich. Verdammt. Ach, da läuft der nächste Lancer vom Stapel. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal Spielgeschwindigkeit hoch. Das kann man nämlich hier in dem Spiel auch machen. Und, ja, müssen dann einfach warten, bis die Einheiten da sind. Und wenn wir bei der 15-Minuten-Grenze angekommen sind, dann... Produktion abgeschlossen. So, da kommt unser nächster... Ja, unser Mörser, unser erster Mörser hier. Oh mein Gott. Oder wenn das nicht klappen sollte, dann Produktion abgeschlossen. Werde ich das so machen, dass wir dann einfach uns nochmal ansammeln. Da ist unser nächster Mörser. Dass wir uns erst sammeln hier, richtig viele Einheiten. Und danach dann erst vorangehen. Vorwärts gehen, genau. Und genau deswegen habe ich den LKW da noch stehen. Ja, wunderbar, Mensch. So. Wir sind fett im Minus, was die Energie angeht. Aber dafür, ja, richtig schön viel erforscht. So, eieiei. Ja, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Warzone 2100. Mein Headset geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ich muss erstmal richtig sitzen. Ah. So, passt. Okay. Ja. Wie gesagt, ah, cool. Da sind die nächsten Einheiten schon. Das heißt, wir haben die 15-Minuten-Grenze erreicht. Wir warten jetzt noch, bis die beiden da sind. Produktion abgeschlossen. Also er hier, der nächste Lancer. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal los. Es ist, glaube ich, nämlich tatsächlich nicht mehr ganz so viel. So, Team 1, los hier. Reicht jetzt mal langsam. 3x4 Artefakte, seht ihr. Ja, komm, weg damit. Einfach weg damit. Dass die auch immer wieder angeschissen kommen müssen. Ihr seid so unnötig wie sonst was. Ganz ehrlich. Und meine Katze dreht wieder am Rad. So. Ach, ihr mit eurem Scheiß. Mini-Raketen. So. Boah, jetzt kommen sie natürlich alle aus ihren Löchern, ne? Die blöden Scavenger. So, und weg damit. Und weg damit. Sehr gut, noch 4 Basen. Wie heißt Energie? Das ist gut. Da würde ich mal vorschlagen, sammelt euch mal hier und lasst mal die Mörser die Arbeit machen. Genau. So, die Mörser. Eieieiei. Okay, die Mörser können da dahin schießen. Sehr gut. Und ihr könnt mal währenddessen hier unten rein. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Ein paar Gebäude. Okay. Ja, okay. Bam. So muss das gehen. So. Und hier schön alles kaputt machen. Das genau. Jo. Boah, ich liebe diese Raketenpanzer. Die sind ja mal krass. Die sind ja mal extrem heftig. So, dann lass mal die Mörser die Arbeit machen. Lass die Mörser die Arbeit machen.
Lass die Mörser die Arbeit machen. Hallo. Gebäude wird angegriffen. Ja gut, das ist ja nur da unten. Und weg damit. Sehr gut. Da ist ja jetzt noch hier noch so ein Ding, genau. Ah, und ein Türmchen noch. Okay. Das heißt, das können die Mörser machen. Dann ist auch schon die nächste Basis platt. Ja, vielleicht schaffen wir das ja sogar noch, wa? Wer weiß. Wer weiß. Hier unten ist das nächste. Ei! Oh. Commander, das von uns gesuchte Gebäude befindet sich irgendwo auf diesem im Westen gelegenen Plateau. Zerstören Sie die Festung, die das Plateau bewacht, und suchen Sie anschließend nach Gebäuden aus der Zeit vor dem Kollaps. Dieses Gebäude ist Ihr Primärziel. Suchen Sie es und bergen Sie alle vorhandenen Artefakte. Feindlicher Transport entdeckt. Einheit. Ja, das machen wir doch. Och nee, da ist jetzt wieder eine vollwertige... Ach du Kacke. Feindlicher Transport. Feindlicher Transport. Okay. Was ist denn da noch alles? Boah, shit. Damit habe ich jetzt... Noch 10 Minuten. Ja, danke. Danke fürs Stressmachen-Spiel, ey. Echt. So, haben wir hier noch Produktion? Nein, das ist ja ganz... Oh Gott. Das ist ganz böse. Ei. Warum laufen da keine Produktionen weiter? Hä? Was wird beim anderen Mörser passiert? Okay, das wird knapp. Das wird tatsächlich knapp. Es kann sein, dass wir... So. Meine Uhr. Es kann sein, dass wir müssen uns tatsächlich sammeln. Okay, ich verstehe schon. Ja. Ja, die treffen aber auch wie Kacke. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Ne? Die brauchen Zielwasser. Guckt euch das an. So, noch 3 Basen und ein Artefakt. In 8 Minuten. Ich weiß ja nicht. Da kommen auf jeden Fall jede Menge Einheiten, wie ihr seht. Produktion abgeschlossen. Das könnte knapp werden. Das könnte echt knapp werden, oh Gott. Aber es könnte eine Punktlandung werden, aber wir haben hier so viele. Oh, so viele Bunker. Na, das ist. Gefällt mir zwar gar nicht. Wir brauchen da Bunkerbuster für. Wartet mal, braucht mal Bunkerbuster. Einfach voll auf Bunkerbuster jetzt gehen. Ja, toll. Ja, shit. Okay, das müssen wir wahrscheinlich nochmal wiederholen. So wie es aussieht, ja. Die Panzer halten aber auch viel aus von denen, ne? Das ist krass. So, okay, das heißt, wir brauchen Bunkerbuster. Haben noch 5 Minuten, das wird nie im Leben reichen. Feindlicher Transport entdeckt. Ja, shit. Okay. Und was war, warum feindlicher Transport? Ja, egal. Wie gesagt, ich glaube, dass wir das jetzt nicht mehr schaffen. Weil jetzt hier noch so viele Gebäude tatsächlich sind. Noch 5 Minuten. Ist noch 3. Was? Wir brauchen noch 3 Basen irgendwie und naja. Hauptsache, die haben da doch... Oh, yo! Und noch Einheiten! Ja, das kannst du vergessen. Das können wir vergessen, Freunde. Spielstand laden. Jawohl. Gut. Dann. Genau, wir brauchen... Lancer. Uff. Räder oder Halbketten? Wir machen mal Halbketten tatsächlich. So, und wir brauchen Bunkerbuster. Jede Menge. So. Wir machen dann einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier und nochmal einmal hier. So, und mit denen Spielgeschwindigkeit auf 2 erhöhen. So. Mit denen können wir dann... Was willst du denn mit deinem Mörserpanzer? Die Mini-Raketen bringen tatsächlich doch nicht ganz so viel. Produktion abgeschlossen. Aber... Produktion ja.
Kommt mal mit einem Kanonenpanzer an. Ja, gut. Reparierst du mal gegen? Danke. So. Die treffen auch wie Müll, ne? Ja, das ist so. Das ist leider tatsächlich so, ja. So, hier drauf schießen. Schießt! Oder wartet mal, die Raketen... Diese Midi-Raketenfasser könnten auch ein gutes Kanonenfutter sein, ne? Da war nämlich die Energieressource. Da würde ich mal vorschlagen, können wir uns die direkt holen? Ja, natürlich, genau jetzt. Ja, es ist ja wohl nicht wahr. Genau jetzt. Eieiei. Okay. Okay. Jo. Zum Glück hatte ich noch einen hier unten stehen davon. Okay, Bunkerbuster. Euch werde ich brauchen. Ganz dringend sogar. Was machst du denn? Warum machst du nichts? Fährst du mal... Einheit wird angegriffen. Fährst du mal da hoch? Ah, er hat... Ach, er hat wieder... der Sack. Der Sack. Okay. Er hat wieder LKWs hingeschickt, die sich hier das Öl holen. Ja, ganz toll. Dann macht den LKW platt. Na, ganz toll. Wieder Zeit verschwendet, aber egal. Können wir warten, bis die Einheiten da sind. So. Oh shit! Ja. So. Eieiei, die haben ganz schön gute Panzerung, die Einheiten von denen. Und dann kannst du bitte, dann nochmal den Sensorturm nachbauen. Danach. Ja. Genau. So. Der ist fertig. Das ist gut. Die werde ich nämlich dann als Kanonenfutter nehmen, diese Einheiten. Auch wenn das ein bisschen brutal ist, aber es muss getan werden. So. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt, die blöden Scavenger. Mensch, nochmal. So, genau. Die werde ich als Kanonenfutter nehmen. Die sind für die Gebäude. Produktion abgeschlossen. Ah, na klar. Er hat, wir haben ja... Gebäude wird angegriffen. Hä? Gebäude wird angegriffen. Was macht ihr denn? Seid... Hä? Das haben sie aber eben nicht gemacht. Hallo Katze? Was ist los mit dir? So. Das haben sie aber eben nicht gemacht. Uns hier das Öl geklaut. Nee, tatsächlich nicht. Na toll, und wenn... Na, wartet mal. Ich wusste es! Ach, ihr seid solche Penner. Wir haben keinen... Ach, scheiße. Wir haben keinen LKW mehr. Ein LKW nachbauen. Mann, ey. Ihr nervt aber auch. Ist gut, Katze. So. Wir haben doch 5 Minuten in dieser Folge. Ja, super, toll. Produktion abgeschlossen. Ja, wir müssten eigentlich... 20 Minuten schon ver... 25 Minuten schon verballert? Ernsthaft? Ah, gut. Egal. Geht doch mal weg! Produktion abgeschlossen. So, Team 1. Wir müssen es irgendwie. Wir müssen es richten jetzt. Einheit wird angegriffen. So. Ja, ist in Ordnung. So, Gruppe 1 als Kanonenfutter vor. So. Und immer schön weiterfahren. So. Gruppe 2 kann ja nach da oben schießen. Ja, sehr gut. Okay. Dann.
Machen wir es mal in dem Style von einem Russian hier. So. Gruppe 1 da oben. Schon mal den Weg frei machen hier. So, gut, hier, das ist was für Gruppe 2 hier, die Gebäude. Die Gebäude sind was für Gruppe 2. Okay. Genau, das hier ist nämlich was für Gruppe 2, ganz genau. Und kabum. Und hier auch nochmal boom. Ja. Und Einheiten sind was für Team 1. So. Gut. Dann haben wir die Basis nämlich jetzt wieder als wieder leer geräumt. Genau. Und ja, ist jetzt die Frage, reicht das oder reicht das nicht? Boah, es sind so viele Sachen hier, ne? Gruppe 2, ja, Scavenger-Basis. Okay, das wissen wir ja, was jetzt hier ankommt, ne? Auf uns zukommt. So, immer noch 4 Basen. Aber wisst ihr was? Wir machen es einfach so, kommt. Scavenger Außenposten ausgelöscht. Ja, sehr gut. So, dann haben wir hier. Schön durchrushen jetzt hier. Bunkerbuster drauf losschießen. Jawoll. Ah, perfekt. Hallo? Könnt ihr mal nach da oben fahren? So, das war's mit dem Außenposten. Ach, jetzt kommen sie da schon wieder an. Ah, der LKW ist da. Sehr gut. Das heißt, wir machen einmal hier ein Türmchen hin. Und die Katze dreht wieder am Rad. So, ja, ist jetzt die Frage, ob wir das wirklich noch in der Zeit schaffen. So. Schaffen wir das? Ach so, ja, lass das mal das Kanonenfutter erledigen, ganz genau. Ja, wir haben die Bunkerbuster dabei. Sehr gut. Ah, zum Glück. Die machen nämlich schön viel Schaden hier. Ja. Okay, da unten. Okay, hier ist eine größere Basis von denen. Okay. Jawoll! Ey, yo! Scavenger Außenposten war das, okay. Ja. Da ist das Artefakt. Oh shit, aber die 4 Panzer, die machen uns jetzt wahrscheinlich platt, oder? Die 4 Mörserpanzer. Zum Glück haben wir noch Anti-Panzer-Einheiten dabei, ey. So, dann hier rein. Los. Rein da. Weiter geht's hier. Wettlauf mit der Zeit. Ja, das sieht gut aus. Ey, yo. Nice. Eine feindliche Einheit noch vorhanden und eine Struktur. Wir haben alles, wir haben es geschafft. Fast. Die Frage ist jetzt, wo ist die letzte feindliche Einheit und die Struktur? Wir speichern mal. Es könnte sein, dass das da oben. Dass das da oben ist. Gehen wir bitte nochmal hier hin. Ja, da klingelt jetzt meine Uhr, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir gucken jetzt noch kurz, was da noch sein könnte. Ansonsten haben wir es geschafft, jawohl. Punktlandung. Ihr seht da, und da haben wir noch, auch noch 10 Minuten übrig. Also von daher, ich denke mal, dass es jetzt hier wieder so ein blöder LKW ist, der da sich das Öl geholt hat. Ja, ganz genau. Produktion abgeschlossen. Ganz genau. Ah, die Bunkerbuster sollten... Ja, wir haben es gleich geschafft. Mission. Bang! Das war's. Wir haben es tatsächlich noch geschafft. Oh mein Gott, ja, nach irgendwie 2-3 Mal neu laden und den richtigen Einheiten.
Haben wir es mittlerweile geschafft. Ja, das freut mich doch, Freunde. Gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.